Ich fühle mich trotzdem gut. Und weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum gefunden, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemand werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die in Not sind. Ich möchte ein Pokémon-Professor werden. Ja, gut, das ist... Ja, träum mal weiter, Professor Hope. Der Gedanke kam mir, als wir von Stadion zu Stadion gehetzt sind, um die wild gewordenen Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch große Wissenslücken in Sachen Pokémon habe und an Erfahrungen mangelt es mir auch. Doch ab jetzt werde ich mich mächtig ins Zeug legen und büffeln, bis mir der Kopf raucht. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Professor gemausert haben, auf dem Sanya und du stolz sein könnt. Und damit schlage ich zwar einen anderen Weg ein als mein Bruder und du, doch für mich wirst du immer mein Rivale bleiben. Ja, das will ich doch hoffen. Rivalenhandschlag oder so. Versprochen, du und ich, Rivalen, auf ewig. Ja gut. Ach, die Jugend. So unbeschwert und voller Enthusiasmus. Ich glaube, ich habe da was im Auge. Es stimmt. Also, tatsächlich, dass ältere Leute näher am Wasser gebaut sind. Hm? Wie bitte? Ich bin ja wohl selbst noch quicklebendig und spritzig. Aber hört mal. Hope, was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistentin anzufangen? Was? Ich habe alle möglichen Bücher und Dokumente über Pokémon. Einfach perfekt für jemanden, der Pokémon-Professor werden will. Außerdem könnte ich dir auf deinem Weg mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da brauche ich nicht lange zu überlegen und ob ich das will. Aber kannst du mich überhaupt gebrauchen? Was für eine Frage. Zumal ich ja jetzt niemanden mehr habe, der mir zur Hand geht. Auf dich wartet jede Menge Arbeit. Moment mal, du suchst also bloß jemanden, der die Arbeit für dich macht. Naja, mir soll es recht sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und dich auch nicht, Zwergfürst. Du hast eine seltene Liga-Karte von Hope. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Applaus. Und Schwerthäute und Schildrich haben die sich doch wieder eingekriegt. Oh, oha. Wahrlich ein fabelhafter Kampf. Und welch ein rührender Wortwechsel. Oh, oha. Um ein Haar hätte ich ein Tränchen vergossen. Schwerthold und Schildrich und Ness. Und du auch, Bruderherz. Was wollt ihr denn hier? Kein Grund, gleich so einen Aufstand zu machen, junge Frau. Wir sind nur hergekommen, uns Zwangfürst die Ehre zu erweisen. Die beiden wollen sich partout nichts davon abbringen lassen, sich persönlich zu entschuldigen. Und ich bin quasi nur hier, um auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind wir ihr Nachkommen des alten Königs. Immerhin sind sie ihr Nachkommen des alten Königshauses von Ghana. Wie es aussieht, habe ich echt saubere Arbeit geleistet, während ich im Rose Tower damit beschäftigt war, das Chaos zu beseitigen, das der Präsident hinterlassen hatte. Bruder Herz, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben. Überall haben die Pokémon zu einer Maxierung gezwungen. Das hättest du mal sehen sollen. Und wir bereuen unsere Taten zutiefst. Ach ja, immerhin. Immerhin. Einsicht zeigen. Ja, trotzdem. Ziemlich dreckige Hochstapler. Aus purem Egoismus haben wir in Kauf genommen, dass unschuldige Pokémon verletzt werden. Nichtsdestotrotz hat Zwangfürst unsere hochmütige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als Dynamax. Du wärst selbst als König geeignet als wir. Jetzt geht das schon wieder los. Wann begreift ihr endlich, dass Zarkin und Zamasentra die wahren Könige sind? Nein, nein, und nochmals nein. Wenn wir das Zepter schon aus der Hand geben müssen, dann zumindest als Zwergenfürst. Aha, ich bin der wahre König. Euer König, euer Kurfürst, euer Zwergenfürst. Ja, genauer. Ich
Je genauer ich dich betrachte, desto mehr spüre ich, wie dich eine Aura der Berühmtheit umgibt. Die beiden haben zwar eine Schraube locker, aber irgendwie scheinen sie dich ins Herz geschlossen zu haben, Zwangtürst. Eine Schraube locker haben sie auf jeden Fall. Oh, schon so spät. Wir würden gern noch verweilen, doch wir müssen aufbrechen. Auf uns wartet ein großer Spießrutenlauf, bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die durch unsere Taten Unannehmlichkeiten erfahren haben. In dem Sinne, ade. Hey, wer hat euch erlaubt, einfach so abzuhauen? Hope. Ja, was ist? Ich habe den Kampf gegen Champ Zwangfrost mitverfolgt. Du bist unheimlich stark geworden. Um eine hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Es freut mich sehr, dass du jetzt deine Bestimmung gefunden hast. Und du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Aber das sage ich jetzt nicht bloß, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich dir auch als Rivale. Danke, Bruderherz. Jetzt Champ Time. So sieht's aus. Wow, ein Lob von Demion. Hört man wahrlich nicht alle Tage. Da ist es nur zu verständlich, dass auch dir mal die Worte fehlen, Hope. Ach, hör schon auf, Sanya. Hehehe. Also dann, Kids. Und machen auch wir uns auf den neuen Weg. Oh ja, das ist die Gelegenheit für ein Wettrennen bis zum Waldrand. Los geht's. Na, großartig. Ende. Ja, das ist jetzt hier wirklich das Ende. Das Ende von Pokémon Schwert und Schild. Die Afterstory, die hätten wir jetzt auch erledigt. Doch das Abenteuer ist damit noch lange nicht zu Ende. Durchforst die Galerion nach neuen Pokémon und schnapp sie dir alle. In Score City gibt es zudem den Kampfturm. Und ein Turnier wartet auf neue Herausforderer. Stelle dein Können unter Beweis und miss dich mit stärkeren Gegnern als je zuvor. Okay, ja, den Kampfturm, okay, den können wir noch nehmen. Das ist keine zu schlechte Sache. Den Kampfturm, den müssen wir uns noch anschauen. Das gehört irgendwie zum Let's Play mit dazu. Die Afterstory haben wir jetzt abgeschlossen. Den Kampfturm werden wir noch in ein, zwei Parts noch. Dann werde ich vielleicht noch ein Stündchen mich beschäftigen mit. Ein halbes Stündchen oder ein Stündchen. So, gerade mal hier. Kampfturm erwähnt sie auch. Ja, müssen wir noch mal vorbeischauen. Also jetzt mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause. Da mich noch umsetzlich gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part wieder. Wenn es dann Richtung Kampfturm geht. Ich schaue noch mal bei Hope vorbei. Und dann... Ja. Ciao, ciao. Haut daran da. Ja, niemand zu Hause. Großartig. Na dann, sehen wir uns im nächsten Part beim Kampfturm wieder. Ist abgemacht. Und dann, ja, begehen wir die letzten ein, zwei Parts dieses Let's Plays. Ja. Nein, das ist nicht der Kampfturm. Wie im letzten, wahrscheinlich noch in diesem Part versprochen. Ja, wir wollen vorher noch ein bisschen was erledigen. Ich spreche erstmal hier mit ihm hier. Das Stadion ist riesig. Viele Häuser da wohl reinpassen. Auch so, dass das kleine Mädchen. Mit Baldwin wollen wir sprechen. Hey, Champ, endlich sieht man sich wieder. Durch ein gutes Verhältnis zum Champ steigen bestimmt meine Chance, ein offizielles Maskottchen zu werden. Aber unbedingt. Deinen Erfolg verlangst du ja nicht zuletzt meine tatkräftigen Unterstützungen. Naja, jetzt nimmst du dich aber hoch. Das ist jetzt hier jetzt. Jetzt überschätzt du dich aber. Das ist. Aber wirklich. Baldwin, ich hab dich ja lieb, aber das ist. Ja. Und damit du mich so schnell nicht vergisst, überreiche ich dir ein kleines Andenken. Eine super seltene Niederkarte. Exemplar, das so selten ist, dass es Sondern Freudentränen in den Augen treibt.
Ja, das ist vielleicht leicht zerknittert, aber das passiert halt, wenn sich einfach alle in die Finger bekommen wollen. Auf den ersten Blick sieht sie vielleicht normal aus, aber die Liegekarte hat einen Seltenheitswert. Du hältst die Liegekarte von Balduin. Sortierst Liegekarte in dein Album ein. Auch nicht schlecht. Hier in Engine City kann man es, nachdem man den Champ Cup bestanden hat, kann man sich hier die Liegekarte von Balduin abholen. Das ist auch noch eine Sache, die man nicht weglassen sollte. Eine andere Sache, die man auch nicht weglassen sollte, ist hier in Spikefruit. Da erwartet uns auch noch eine kleine Sache. Danach geht's sofort zum Turm. Jo, hier wartet Mary auf uns. Und die hat noch was für uns. Erzwingfürst, wie schlägst du dich so als Champ? Wie du siehst, bin ich für meinen Teil ja eine ausgezeichnete Arena-Leiterin. Ich will den Leuten zeigen, dass man die Taktik und die Dynamics, die Dynamik eines Kampfes auch ohne Dynamics voll und ganz genießen kann. Also Champ, was hältst du von einem Schaukampf? Na unbedingt. Ein kleiner Kampf gegen Mary. Das halte ich gar nicht für schlecht. Das halte ich sogar für sehr gut. Los geht's. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich bettle hier nicht um einen Kampf. Ich gebe dir vielmehr die Möglichkeit, gegen mich anzutreten. Na, hervorragend. Zum Schluss noch eine Herausforderung von Mary. Mein Trainer Mary fordert dich heraus. Arena-Leiter Mary. Inoffiziell wahrscheinlich noch, aber ja, ich bin hier wahrscheinlich Arena-Leiterin. Brandstempel. Fangen wir damit an. Die gute alte Attacke Brandstempel. Joa. Zurückgeschreckt, das gibt's doch nicht. Reingeschmied. Da holen wir uns noch die Liga-Karte von Mary ab. Die seltene Liga-Karte. Die haben wir, glaube ich, hier alle eingesammelt. Haben wir auch alle gezeigt, wo sie zufrieden sind. Ja, die meisten seltenen Liga-Karten kriegst du einfach so, wenn du die Dynamics, also wenn du die After-Story machst und die Dynamics-Pokémon besiegst. Ja gut. Pottgenesung, oh scheiße. Na ja gut. Skin war schon hin. Felswurf. Der Felswurf ist jetzt nicht die idealste Attacke. Aber gut. Endlich schon. Na komm. Standpauke. Dann lass dich nicht so leicht bezwingen. Los, Rufus. Also Balduin ist wirklich eine Sache. Habe ich euch jetzt mal gezeigt. Ja, ist kein Geheimtipp mehr, aber das ist durchaus. Ja, also man nimmt sie nicht in der After-Story mit. Man muss da schon bewusst hingehen. Man muss da schon sich für entscheiden und muss da schon sagen, jo, ich mach das jetzt. Und auch das mit Mary ist so ein bisschen versteckt. Na gut, es ist eigentlich offensichtlich. Also es ist mit Mary zumindest. Es wird ja gesagt, die Dynamics Pokémon treten in wie hieß die Stadt hier nochmal? Also in Mary Stütztreffen treten die Dynamics Pokémon nicht auf. Und es ist die einzige Stadt, die bei der After-Story nicht rankommt. Und na, liegt eigentlich nahe, dem nochmal nachzugehen, dann da nochmal nach Dingens. Mir fällt gerade wirklich der Name nicht ein. In diese Stadt nochmal zu gehen und diese Arena nochmal zu machen. Und das passiert jetzt halt hier quasi mit Mary. Los, Nitro-Ladung. Na komm, Mond, lass dich nicht so leicht abspeisen. Toxic-Wack. Na komm, Erzbeben. Ja gut, das war's jetzt mit Mondi. Sind halt keine sehr leichten Kämpfe mehr. So, Blacky, sehr viel Piva-Attacken. Sehr gut. Na komm, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Und dann geht's ab in den Kampfturm.
Ja, wie viele Parts wir im Kampfsturm verbringen werden, weiß ich schon nicht, aber es wird wahrscheinlich jetzt noch die nächste Folge dann. Vielleicht finden wir jetzt noch irgendwas zu machen, dass wir die Folge jetzt noch voll kriegen und dann im nächsten Part Kampfsturm, würde ich sagen. Nächster Part Kampfsturm und dann vielleicht machen wir das in einem Part. Oh, nicht sehr effektiv. Das ist nicht sehr toll. Ja gut. Den ja, ist effektiv. Na gut, der wird sich gerne aushalten mit seinem Level, aber kann er ja mal versuchen. Also ein oder zwei Parts werden wir dann noch im Kampfsturm verbringen. Und dann hat sich's auch. Ja, das ist jetzt blöd, weil nur die Pokémon, die auch noch am Leben sind, kriegen Erfahrungspunkte. Na gut, Prof. Versuch's du mal. Also mit diesem Typ ist das machbar. Bei den anderen war es nicht so effektiv. Nach dem Aqua-Durchstoß. Samenbomben. Okay, interessant. Oh, ja gut, Samenbomben ist jetzt die Pflanze. Käfer, das könnte effektiv sein. Zurückverwandelt. Jetzt hat es natürlich andere Effektivitäten, oder nicht? Aqua Knarre, na komm. Halt's durch. Das wird für nichts. Prof besiegt. Da haben wir nur noch einen. Ja gut, die Mary hat es jetzt drauf. Es ist nicht ohne. Na komm, wie viele Pokémon hat sie denn noch? Das wird doch Zankian vielleicht noch erledigt bekommen. So drei hat sie noch. Das ist effektiv. Sanktoklinger. Sehr gut. Morpeko besiegt. Na dann. Wir blicken in ein neues Level. Ich dachte für die noch leben, aber ja gut. Dann erlebst du vielleicht die noch. Ilquix. Ja. Sanktoklinger. Warum nicht? Das bringt's. Sehr gut. Zack, denn der rockt die Show jetzt hier wieder. Großartig. Oh, Langar. Okay. Was war das nochmal für ein Pokémon? Ah, dieses Pokémon. Das ist der Hammer und Pokémon. Gigantenhieb. Na komm. Sehr effektiv. Mit dem Schwert. Den ganzen Ende bereiten. Sehr gut. Ulangan besiegt. Und Trainer Mary besiegt. Da haben wir das auch geklärt. Ich habe zwar verloren, aber ich werde mir den Kampfspiel abschauen. Den Kampfstil. Du gewinnst 1920 Pokémon und jetzt kriegst du den Kampf gegen Mary hervor. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Du bist echt ein toller Champ, Zwergfürst. Ich habe da was für dich. Pass aber gut darauf auf, sonst kann ich sehr ungemütlich werden. Du erhältst eine seltene Liga-Karte. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Ja, haben jetzt auch die letzte Liga-Karte von Mary bekommen. Können wir uns sonst gleich nochmal durchlesen und anschauen, was ich alles für Liga-Karten so gesammelt habe im Verlauf des Spiels. Und damit können wir auch noch den Part füllen. Gut. Jo. Die Vordertür ist jetzt offen. Da kann man hindurch. So. Da hätten wir jetzt eigentlich alles Wichtige abgearbeitet. Soweit ich weiß. Bis auf den... Ach, da bin ich. Bis auf den Kampfturm, der hier steht, haben wir alles schon abgearbeitet. Vielleicht nochmal ins Score City bei der Arena vorbeischauen. Da könnte man den Champ Cup nochmal neu machen, aber... Ah, ja, nee. Champ Cup Rematches müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Nicht so unbedingt. Wäre jetzt nicht so schlimm. Der ist jetzt nicht so schwer, den kriegen wir nochmal hin, aber...
nicht so sehr. Gut, dann fliegen wir nochmal nach Squaw City zum Kampfturm. Da sind wir. Der Kampfturm im Hintergrund. Ich habe übrigens mal den Tag eingestellt. Ich nehme das nicht am Tag aus. Auf, ich nehme das bei Nacht auf. Also das, aber ich habe mal meine Konsole umgestellt, habe mal gesagt, dass es 10 Uhr tags ist, damit ich mal die letzten Parts vielleicht, damit ich jetzt nicht alles per Nacht aufnehme, bei der Nacht. Das war mir ein bisschen lästig, dass ich jetzt der After-Story immer nur bei Nacht aufgenommen habe. So wollte ich mal ein bisschen Tageslicht hier haben. Jut. Da habe ich die Konsole ein bisschen ausgetrickst. So, mein Album. Balduin. Da war Mary. Da war Roy. Ness. Mac. Das sind die seltenen Negerkarten. Hoop. Betis. Capella. Zayda. Kabu. Kate. Oh, Kate hat eine schöne Karte. Jawohl. Ness. Stimmt, den haben wir schon. Da haben wir schon eine Karte von dem. Dann kommen jetzt hier die normalen Karten. Mac, Mary, Let's Play Markus, von dem habe ich noch die Karte. Zayda, die normale Karte. Die normalen Karten müssen wir uns nicht nochmal durchlesen. Auf den seltenen Karten stehen wahrscheinlich auch andere Titel drauf. Oder Sachen. Zombie, von dem habe ich auch noch die Karte. Hat er ja mal, das haben die Leute in ihren Parts gezeigt und habe ich mir eigentlich den Code eingegeben und dann. Ja. Hier kommen die seltenen Karten. Ich glaube, das ist noch eine alte Karte. Ja. Erst 2020. Mess. Ich würde es gerne mal vergleichen hier Mac und schauen wir uns hier mal die Rückseite an. Die Rückseite. Aufstrebende Nachwuchs Star. Und hier Mac. Okay, da sind wirklich andere Geschichten drauf. Dann lese ich euch das mal hier vor. Das ist die alte Karte von Mary. Das ist jetzt von hier mit Yaros seltener Karte an. Seltene Liga-Karte von Yaro. Erhalten am 15.04. Obwohl Yaros Leistungen zu wünschen übrig lassen, da sein Fokus im Kampf darauf liegt, Spaß zu haben, ist er selbst sehr stark. Wie Heuballen, die Wolli bei seiner Arena-Mission zerstören, wiegen jeweils rund 350 Kilogramm. Doch Yao kann sie problemlos bewegen. Kraft hat also der Typ. Mhm. Meistens rollen die Wolli um ihn herum, doch wenn sie es übertreiben, kann es passieren, dass sie aus der Arena hinausrollen. Tofield ist daher dafür bekannt, dass die Bewohner hinter Yao und Wolli herlaufen, die wiederum hinter ausgebüxten Wolli herjagen. Ja, auch sehr schöne Anekdoten hier. Kate, die Wasser-Arena-Netterin mit der Nummer 49. Nicht nur als Arena-Netterin, sondern auch als Model, ist Kate äußerst beliebt, da sie im Kampf völlig anders auftritt. Denken viele, dass die Arena-Netterin und das Model Kate verschiedene Personen sein. Leider schied sie im Finalturnier direkt nach dem an der ersten Kampf aus. Wer ihren Kampfgeist kannte, war um den Einfluss dieser Niederlage auf ihre Modelkarriere besorgt. Doch Kate zeigte weiterhin ihr schönstes Lächeln in ihrem Arena-Stadion. Ging es dafür jedoch umso stürmischer zu. Ja, auch Anekdoten jetzt nach dem Champ-Kampf, wie es jetzt weiterging mit den Leuten. Kleine Geschichten, die man jetzt hier nicht verpassen sollte. Auszug aus einem Interview mit Kabu. Liga. Wie schätzt du deinen Kampfstil ein? Kabu. Direkt. Es wird nicht lange gefackelt. Ich bin ja noch jung. Okay. Ja gut. Also, solange es heiß hergeht, bin ich zufrieden. Meine Stärke ist simpel und geradeaus. Aber in letzter Zeit konnte ich nicht viele Siege erringen. Also teste ich nun
Eine Strategie, bei der ich Irrlicht einsetze. Deshalb will ich allen sagen, experimentiert mit euren Pokémon. Das klingt falsch. Erstellt gute Kombis aus Attacken, Items und Fähigkeiten. So werdet ihr garantiert einen Durchbruch erleben. Garantiert. Kommt jetzt in meine WhatsApp-Gruppe. Ja, ungefähr so. So, Seida, die seltene Siegerkarte von Seida. Seida lebt getreu dem Motto, um stärker zu werden, muss man gegen jemanden kämpfen, der stärker ist als man selbst. Auch wenn sie sich einem Trainer gegenüber, gegen den sie nicht ankommt, kämpft sie mit aller Kraft weiter. Strebt zumindest ein Unentschieden an. Die viel zu strikte Erziehung ihrer Eltern hat das Herz der Arena-Leiterin unbewusst wohl so abgehärtet, dass sie ihr Lächeln verloren hat. Wem verdanken wir also, dass die historische Seida hier so froh lächelt? Ihre Eltern oder ihr Partner-Pokémon? Oder jemand ganz anderem? Okay, Papella haben wir noch. Mit Betis auf der Liga-Karte. Sehr gut. Papella hat Betis, der von der Arena-Challenge disqualifiziert wurde, den Titel des Arena-Leiters aufgedrückt. Trotz alledem kommt sie jeden Tag in die Arena, um Kommentare abzulassen, Rätsel zu stellen und Schauspielstücke zu proben. Was es mit dem Pink auf sich hat, dass sie in anderen sucht, eine Antwort darauf könnte in ihrem Interview liegen, das sie vor langer Zeit abgegeben hat. Denkt man immer weiter über die Antwort auf eine Frage nach, steht die Lösung aus einem selbst. Ja, die hat den Betis für sich missbraucht. Und der Betis, seine Karte. Ja gut, das ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter, könnt ihr euch vorstellen. Baldwin ist sowieso mein Lieblingscharakter, also unbedingt. 908 ist seine Nummer. Auf Geheiß von Papella wurde er zu ihrem Nachfolger im Amt des Arena-Leiters von Fairbelly. Es herrscht Einigkeit darüber, dass er dank Papellas rigorosem Training friedfertiger geworden ist. Auch wenn er sich dazu ausschweigt, spricht die Tatsache, dass er nun sogar bereitwillig Autogramme gibt. Doch Bände. Es ist zudem unbestritten, dass sein Können als Trainer einen gewaltigen Sprung gemacht hat. Sein außerplanmäßiger Auftritt beim Finale des Champ Cups kam bei den Fans so gut an, dass sie eine Fortsetzung wünschten. Betis behagt diese Vorstellung eher weniger. Nee, eine Fortsetzung wird es nicht geben, auch von mir nicht. Vielleicht als Arena-Leiter, das meinen sie vielleicht. Der liebe Hoop. Hoop schloss die Arena-Challenge auf Platz 2 im Vorturnier ab, wofür er von vielen Arena-Leitern in höchsten Tönen gelobt wird. Sie preisen sein Talent dafür, Pokémon zwanglos und fröhlich kämpfen zu lassen und sehen darin offenbar eine der Unterschiede zu seinem Bruder. Da Hoop seine Stärke bewiesen hat, als er dem Aufruhr um Endinolas Einheit gebot, wird sein Match zwischen ihm und dem neuen Champ mit Spannung erwartet. Man darf auf ein sicherlich legendäres Match gefasst sein, das in die Geschichte eingehen wird. Joa. Vom Delion haben wir noch keine seltene Karte. Vielleicht werden wir es noch kriegen. Im Kampfturm. Mal schauen. 188, der Mac. Mac zählt sowohl in puncto Beliebtheit als auch hinsichtlich seiner Fähigkeit als Trainer zur absoluten Spitzenklasse in Galar. Da er seine Arena mit strenger Hand führt, ist die Zahl der Arena-Leiter, der Arena-Trainer zwar eher überschaubar, über mangelnden Zulauf an Fans kann er sich allerdings nicht beklagen. Mit regelmäßigen Autogrammstunden sowie Fantreffen dankt er seinen Anhängern für die Unterstützung, die unter anderem auch die Veröffentlichung von 3 Fotobänden über Mac ermöglicht hat.
Sein Foto auf der Ligakarte wurde übrigens eigens dafür in einem Fotostudio geschossen. Na, großartig. Ah, die seltene Ligakarte von Nas. Ah, da sieht er ja ganz anders aus. Damals als Arena-Trainer. Als Kämpfer in der Arena-Challenge. Das Arena-Challenger. Das ist ein altes Bild. Hier ein Kommentar von Nas, als er gerade Arena-Leiter geworden war. Ich bin Nas. In Spikeford können sich Pokémon leider nicht dynamaxieren, aber dafür haben wir gewissermaßen die ursprüngliche Form von Pokémon-Kämpfen beibehalten, für die ich jetzt gerne die Werbetrommel rühren möchte. Ich habe übrigens eine Schwester. Sie hat mehr Potenzial als ich, aber sie ist groß. Aber bis sie groß ist und eine Leiterin werden kann, werde ich singen, was meine Stimmbänder hergeben und diesen Staat, diese Stadt ordentlich einhetzen. Boy. Und der 8. Arena-Leiter der Galar-Region. Der Auslöser von Roy's Selfies war der Wunsch, den schmerzhaften Moment der Niederlage festzuhalten. Mittlerweile lädt er aber alle möglichen Fotos zu Dingen wie seinem Trainingsalltag oder Kleidungsstil hoch. Das erklärt vielleicht auch die große Zahl boshafter Kommentare mancher Fans. Hate Speech! Hier in Pokémon Schwert und Schild erlebt's doch nicht. Das erklärt, okay, das hatten wir schon, wenn er einmal mehr gegen Gideon verliert. Es stimmt zwar, dass er 10 Niederlagen in Folge gegen Gideon bezogen hat, dafür konnte er bisher aber auch niemand mehr von Gideons Pokémon besiegen als er. Er freut sich schon auf den Tag, an dem er ein Selfie von dem Sieg über Gideon hochlädt. Ja, ich hab's geschafft, ich hab Gideon besiegt. Maui. Im Auftrag ihres Bruders Nas wurde sie zur Arena-Leiterin von Spikeford. Ihren ersten und treuesten Partner Morpeku hat ihr Bruder für sie gefangen, als sie 5 Jahre alt war. Sie lässt sich jedoch immer noch von Morpekus Laune beeinflussen. Maus Teilnahme an der Arena Challenge hat Spikeford wieder beliebter gemacht und sie selbst ist nun über alle Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus bekannt. Wenn sie wütend wird, ändern sich ihre Gesichtszüge zwar nicht, aber innerlich lässt sie sich nur schwer wieder beruhigen. Na, die Maui, auch ein wunderschönes Foto. Balduin zum Schluss. Na, großartig. Diese geheimnisvolle Person tritt völlig eigenmächtig in einem selbstgenähten Kostüm des offiziellen Maskottchens der Pokémon-Liga auf. Sie nennt sich Balduin. Doch weder Alter noch Geschlecht sind bekannt. Hier und dort verteilt sie seltene Pokébälle. Doch niemand weiß, warum sie dies tut. Und vor allem, woher man diese Bälle überhaupt kommen. Ja, der Balduin. Großartig. Und manche Ligakarten sind hier wirklich hübsch. Könnte man sich mal ausdrucken und an die Wand hängen. Naja. So doll sind sie dann auch nicht. Na, dann haben wir jetzt auch die Zeit umgebracht. Das ist jetzt hier. Das hat jetzt hier wirklich auch eine Weile gedauert. Ich glaube, ich werde mal an dieser Stelle mich verabschieden und sag mal, Daumen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sie im nächsten Part wieder. Ja, hab den Part jetzt wahrscheinlich auch schon überzogen. Na dann, man sieht sich. Haut rein. Im nächsten Part jetzt wirklich Kampfturm und. Schauen wir mal, wie lange wir uns da noch aufhalten. Kann sich nur noch um 2-3 Parts handeln, maximal. Na dann, bis dann. Ciao, ciao.